So, ich glaube, ich habe die Bar gefunden. Da, irgendeiner wollte Kabel haben hier. Was ist der hier? Ach, die Oma war das, stimmt. Oh, danke für die Erinnerung. Wo war denn die Oma nochmal? Nee, war woanders. Nee, das ist die Musikerin. Da ist die Oma. Jo, haben wir. Ja, liebes. Wir müssen vorher an die Arbeit machen. Jetzt an. Ja, aus, perfekt für etwas schön. Ja, jetzt schon. Keine Ahnung. Hat ja voll was gebracht. Also meine, war da was mit der Bahn, ne? Ja, okay. Ich hab gerade den Code hier offen. Ja, die Bahn, ne? Den habe ich mir eben aufgeschrieben, stimmt. Das gefunden hatte, den Code. Hier. Was ist denn jetzt für Musik auf einmal? 1, 2, 8, 3, gell? Ja. Wow. Letztes Notizblatt. Es ist halt nur das Klären mit Warte mal, ich zeig vielleicht dem das. Jeder kennt diese Symbole, das sind die Außenmittler. Montage dieses Bezirks, du kannst wahrscheinlich mit Momo darüber reden. Das ist ein Notizbuch von Clementine. Hey. Hat er sich eingesackt, der Pisser? Was für ein Katzapult, cool.
ist ein doof. Hat er sich das eingesackt? Das dem auch, aber habe ich doch gerade von dem genommen oder nicht? So. Oh. Das war das Notenblatt. Scheiße. Ich weiß echt nicht weiter. Meinte irgendwo oben, dass der Roboter zu mir kurze Tipps bekommen. Aber wo aber hin? Da ist nichts. Da war schon 100 Mal. Da ist auch so eine Leuchtreklame in Blau. Da kommt man nicht hinten, ne? Kann ich das umkicken? Das kann ich ja nicht umkicken. Ja, kann man auch sehr gut uns umgucken. Drauf. So, von da hoch geht. Was ist da? Ach so. Nein. Nicht schlafen. So. Ah ja. Das ist cool. Da ist irgendwas, warte, warte, warte. Hier waren wir noch gar nicht. Oha. Ja, apropos Katze. Ich lasse kurz die Katze raus, dann bin ich hier bei euch. So, da bin ich ja wieder. Oh, Junge.
Was haben wir denn hier? Warte mal, wir gehen erstmal hier lang. Ja, alphabetisch alles. Was ist das denn da? Die ganzen Züge sind so kreativ wie ein Erstermensch zu sein. Band 42. So eine Bibliothek, ne? Guck mal wieder. Dieses Bild, ne? Sieht besonders aus. Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtig sein. Hm? Durch deinen Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen, yes. Die Bibliothekarin. Hey. Ein Riesenhaufen Bücher, okay? Also irgendwo hier drin. Haben die geworfen? Ja, und das seht's. Schlafecke. Poncho nicht an. Kriege keine Ahnung. Ja, ein weiteres Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit haben wir schon. Jetzt sollten wir uns in der Lage sein, die Zirks auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Lass uns die anderen Notizbuch. Eins noch, ne? Immer da, wo die Reklameschilder sind. Ach nee, dieses Symbol, ne? Aber wo finde ich noch so eins? Da ist noch eins. Aber da kann man nicht rein, ne?
Arsch ist, aber das nicht entfernt. Ob das gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Kann man hier runter? Ah, ist klar. Ich hatte es eigentlich. Ja, ich habe genauer nachgeguckt. Aha. Da ist es doch. Endlich das letzte Notizbuch. Also scheint jemand namens Sabblataza zu gehören. Ein organisches Leben wird verschwunden. Bis auf das, was wir die Zirks nennen. Die scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt. Und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Weshalb es nicht schon schwer genug wäre, in diesen Stadt eingesperrt zu werden. Oh. Also, wo gibt es auch eine Notiz? Okay, ich habe einen Konzentrationsfehler im Sendeempfänger gefunden. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollen wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Ja, mach mal direkt, aber ich gucke mich erstmal hier um. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich. Guck mal hier, das können wir ja. Also. Sonst gibt es hier nichts, ne? Hab alle. Oh, es gehört Doc. Er ist ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Und was hat sich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was ist das für eine Notiz? Der Empfänger kann repariert werden. Das ist unglaublich. Bedeutet, dass wir auch außerhalb des Lamps kommunizieren können sollten. Es tut mir so leid, dass ich in unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns nur einen Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Alles klar. Voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf dem Turm installiert
ist, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Du musst einziehen in der Kammer, wenn es schnell genug ist, um den Zirks zu entkommen. Wir brauchen dich keinen kleinen Außenweltler. Bring uns in den Himmel. Alles klar. Hier waren wir noch nicht. Ja, danke, dass du mich einsperrst. Schon, hier so eine Fliege, was ist das? Ist das eine kleine Fliege oder eine Mücke hier? Die Dächer. Smiley. Ja, und um einen Feind anzulocken. Wie liegt das denn? Schnurren im Ladebildschirm. Speichert. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ja, oder? Ah, ist noch keine halbe Stunde. Komm, wir machen noch weiter. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Personen wurden weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für einen Menschen, wieder Farbe zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. 90%.
Bin ich richtig? Ah ja. Tür hacken. Geil. Jetzt seid ihr da drüben. Sieht ekelhaft aus, ne? Ah, hier wird. Die können das kaputt machen. Ist schon geil gemacht alles. Oha. Alter. Das hört schwer. Ganz blöd an. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier diese Kackviecher überall. Da war nicht gut abgelenkt. Ich mach das noch und dann machen wir auch Schluss heute. Knapp, ey. Ach, geht noch weiter. Ich meine auch diese Geräusche, okay. Deswegen. Vielleicht. Lass mich mal hier ein bisschen umgucken. Die sind auf jeden Fall eingeschlossen. Aber wir müssen da irgendwie lang. Oh.
Was passiert da? Ich hätte es. Oh nee. Aufplatzen irgendwie. Okay. Ist es nix oder wie? So. Jetzt. Oh nee. Oh. Oh nee. Wir müssen einfach nur durchschalten, bis er da ist. Das ist nicht auf. Löst das Ding nicht auf.